Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute mache ich für euch ein Omelett mit einer frischen und gesunden Gemüsefüllung. Und das Omelett ist komplett vegan, also ohne Eier zubereitet. Und trotzdem hat es einen eiähnlichen Geschmack. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. In diesem Rezept verwende ich jede Menge Schnittlauch. Das verleiht dem Teig, aber auch der Füllung eine angenehme Schärfe, Frische. Und genau, den Schnittlauch dafür schneide ich jetzt schon mal in ganz feine Ringe. Die Hälfte vom Schnittlauch kommt jetzt in die große Schüssel und in den Teig. Hier kommt jetzt außerdem Mehl rein. Hier habe ich helles Dinkelmehl. Dann habe ich hier ein bisschen Backpulver, damit der Teig auch ein wenig luftig wird. Sojadrink. Ein wenig Tamari. Und dann verwende ich für den Eigeschmack Kalanamak. Das ist ein Schwefelsalz und das kommt wirklich diesem Geruch von Eiern nahe. Wirklich sehr nahe. Verblüffend. Davon kommt etwas hier rein. Und dann verrühre ich das Ganze zu einem glatten Teig. Und dann erhitze ich eine Pfanne mit etwas Olivenöl. Und aus diesem Teig forme ich nun zwei Omelettes. Ich nehme also die Hälfte raus für unser erstes, für die erste Portion. Das Omelett brate ich jetzt auf beiden Seiten für ungefähr 2 Minuten und mit der zweiten Hälfte des Teigs verfahre ich genauso. Die Omelettes sind beide fertig und die halte ich jetzt warm, indem ich einen Deckel einfach darauf platziere. Und weiter geht's mit der Füllung. Dazu gebe ich etwas Olivenöl in eine große Pfanne. Dann habe ich hier Champignons, die kommen hier rein für ungefähr 4 Minuten. Als nächstes kommen die Cherry-Tomaten dazu. Die habe ich in so Scheiben geschnitten. Und eine Zehe Knoblauch. Ich liebe einfach das Knoblaucharoma. Wunderbar. Dann würze ich noch mit etwas Muskatnusspulver. Etwas Pfeffer. Und Salz. Und dann kommt der Spinat dazu. Dann lösche ich mit einer Tamari- und Wassermischung ab. Und der Deckel kommt drauf, damit der Spinat auch in sich zusammenfallen kann. Und nach einer kurzen Minute kommt noch der Schnittlauch dazu. Perfekt! Damit befülle ich jetzt die Omelettes und wir können anrichten. Einfach ein richtig leckeres, luftiges Omelett mit einer gesunden Füllung. Das Rezept findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr auf unsere Webseite zdg.de geht, dann findet ihr eine riesen Auswahl an veganen Rezepten. Ihr habt da auch eine Suchfunktion und eine Filterfunktion.
Und ja, schaut unbedingt mal vorbei und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal hier auf dem ZDG-Kochkanal. Bis dann, ciao!